Jo Leute, was geht ab? Es wird Zeit, mein Bikeway fertig zu bauen, denn bald geht's los auf den großen Roadtrip. Und ich bin heute vorbereitet, anders als sonst. Ihr seht das, ich habe hier gemessen und gerechnet und alles richtig fit gemacht. Es geht darum, der Kühltruhe einen festen Platz zu geben, weil ihr seht, wenn die hier einfach so hinten drin steht und ich dann so ein bisschen um die Kurven fahren, so, dann fliegt die da hinten immer hin und her. Alle Schrauben sind am Start. Ich bin heute so gut ausgerüstet, was Schrauben angeht. Ein Zollstock. Das hier wären zwei Lüftungsgitter, damit die Kühltruhe in der Kiste auch gut Luft bekommt. Außerdem muss da hinten die Elektronik endlich verkleidet werden. Da hängen die Kabel raus und sowas. Da kommt eine Platte vor. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge zu tun. Jetzt holen wir diese ganzen Platten hier, dies, das, messen das alles aus, sägen das ab und dann geht's los. Viel Spaß. Ich habe mir die Platten natürlich schon so ein bisschen zuschneiden lassen, aber weil ich erst gemessen habe, nachdem ich im Baumarkt war, habe ich die vorher alle so ein bisschen beischneiden lassen, dass sie so ungefähr passt. Also das ist der Boden, das wird wieder so eine Siebdruckplatte, der Deckel und dann gibt es hier eine Seitenwand, weil das Ganze wird direkt an die Bikegarage dran gebaut. Das sind ganz schön viele Platten. Also für die Seitenwände brauchen wir zweimal, ja, das ist aber Quatsch. Oh nee, jetzt habe ich mich da schon in der Rechnung schon vermessen, ich muss da noch mal kurz überdenken. 78 passt. Jetzt müssen wir erstmal einen Schnitt mit der Bodenplatte machen. Und es stimmt, Leute. Ich habe richtig gerechnet. Gut, dann müssen wir jetzt die eine auf 46,8 noch kürzen. So, jetzt müssen wir als nächstes gucken. Hier müssen ja die Belüftungsgitter eingesetzt werden, damit vorne Luft reinkommt und hinten Luft raus, weil sonst wird das Ganze, glaube ich, sehr heiß. Wo habe ich denn jetzt wieder mein Messer hingelegt? Immer ist man was am Suchen. So, und die wollen wir jetzt hier reinsetzen. Schön mittig. Gut, jetzt wird gesägt. Das war's. Was wir jetzt machen müssen, ist einmal gucken, weil wir müssen hier wieder diese Schrauben rausdrehen, weil ich diese ganze Kiste wieder richtig schön mit dem Boden verschrauben möchte, wie ich das bei der Bikegarage auch schon gemacht habe. Deswegen müssen wir jetzt ausmessen, wo genau wir Löcher bohren müssen. 16,3 irgendwas näher, so um und bei. Genau hier wird jetzt gebohrt. Ich glaube, das passt. Ich hole jetzt erstmal ein Schraubending. Jetzt werden hier wieder die Schrauben gelöst und dann geht das nachher hier, wird die Kiste verschraubt im Boden direkt. Und weil die einfach unfassbar fest sitzen, habe ich mir hier sowas Geiles gebaut. Das ist nämlich auch eine Stange, die kommt da hinten dran. Damit kann man auch schlimme Schrauben lösen, ohne dass man gleich so einen dicken Schlüsselsatz braucht. Das Ganze sieht jetzt so aus. Hier ist jetzt die Grundplatte für die Kiste. Aber wir werden zuerst die Kiste einbauen und dann die Grundplatte verschrauben, weil wir sonst nicht mehr die Seitenwände von unten verbauen können. Jo, gestern wurde es ein bisschen spät, aber heute ist irgendwie auch den ganzen Tag Regen, deswegen bauen wir heute einfach weiter. Ich habe mir schönen Kaffee geholt. Grüße gehen raus an den Hilarius, der macht das auch immer so. Finde ich eigentlich ganz gut. So sieht es im Moment aus, die Kiste. Die muss jetzt hier noch ein bisschen verschraubt werden. Da kommen hier Scharniere dran. Und dann kommt der Deckel drauf. Los geht's. So. Jetzt ist alles verschraubt und jetzt werden wir als nächstes uns um den Deckel kümmern. Die Scharniere, folgendes Problem. Ich zeige euch das einmal. Die sollen so da drauf gesetzt werden, aber die Löcher sind, also ich brauche hier mehr Futter, um die Scharniere ordentlich festzumachen. Deswegen müssen wir hier wahrscheinlich eine zweite Platte einfach dran schrauben. 76. Auf einen Millimeter. Gut, dass ich das mit dem Fuß ein bisschen gestützt habe. Ja, dann schrauben wir das mal fest, ne? Falls ihr euch wundert, warum hier so viel Überstand ist, das will ich auf jeden Fall dran lassen, weil das ist das Kopfende meines Bettes nachher. Und ich habe nämlich ausgemessen, ich brauche nur 1,80 Meter Bett, reicht für meine Größe absolut. Und wenn ich hier diesen Überstand noch dran lasse, an der Kiste, dann habe ich von hier bis hinten an die Heckklappe tatsächlich 1,80 Meter. Optimal.
schrauben wir zuerst die Scharniere auf die Kiste oder auf den Deckel? So rum, so rum. Jetzt ist die Frage, so rum. Das ist der Plan. So, und während die Farbe trocknet, bauen wir hier schon mal einen 12-Volt-Anschluss ein. Denn die Kühltruhe soll hier direkt angeschlossen werden, sodass hier außen keine Kabel mehr liegen, sondern dass einfach alles direkt in dem ganzen Ding verbaut ist und dass man dann oben über das Panel die Kühlbox an- und ausschalten kann. Jetzt müssen hier natürlich noch so kleine Stopper drunter, damit die Klappe gut aufliegt. Und ich glaube, das werde ich mit Filzstoppern werde ich das, glaube ich, machen. Es passt, jetzt wird's festgeschraubt. Kühltruhe ist drin, allerdings ist die jetzt noch nicht fest. Das heißt, wenn ich hier irgendwie fahre und ein bisschen schneller fahre, ein bisschen um die Kurve fahre, rutscht diese Kühltruhe halt hier in der Kiste hin und her. Deswegen bauen wir jetzt hier noch Ösen ein, so Zurösen, und machen die richtig fest. Und dann kann auch nichts mehr passieren. Die sehen so aus, die kommen hier so an den Boden dran, hier zwei Schrauben durch und dann wird die Kühlbox hier einfach mit Spanngurten ordentlich festgezurrt. Ein ganz wichtiges Detail hätte ich fast noch vergessen, und zwar, ich kriege die absolute Krise, wenn ich Auto fahre und irgendwas in der Karre klappert. Jetzt ist es so, der Deckel ist zwar ziemlich schwer, das heißt, der liegt eigentlich auch relativ gut hier auf, da passiert eigentlich nichts. Um hundertprozentig sicher zu gehen, werde ich jetzt hier noch so kleine Möbelschnepper einbauen. Die kommen hier einfach an die Innenseite und an den Deckel und dann schließt der Deckel sozusagen sicher und kann erst mit so einem kleinen Ruck wieder geöffnet werden. Und dann klappert definitiv nichts, hoffe ich. So Leute, das war's. Ich bin super happy damit. Es hat alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Kasten ist super fest hier eingebaut. Der Deckel funktioniert gut, der lässt sich gut öffnen und schließen. Da klappert auch nichts durch diese Einrastfunktion und die Box ist auch endlich sicher verstaut und hat hier einen eigenen Platz. Man hört sie dadurch übrigens auch weniger, weil der Kasten rumrum ist und man so die Lüfter nicht mehr hört. Das war's aber jetzt mal für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. 75% von euch schauen meine Videos und haben den Kanal nicht abonniert. Leute, was ist da los? Drückt mal den Button, hau den Button rein. Macht's gut, wir sehen uns auf dem Trail. Bis dann, ciao.